Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist das mal allerdings kein richtiger Konvi-Look zum Japan-Tag, sondern so eine Mischung zwischen einem ich labe euch jetzt mal voll und ich spiele ein paar Videos ein, die ich gemacht habe. Denn ich muss ganz ehrlich sein, ich habe zwar versucht, einen Konvi-Look aufzunehmen, allerdings ist das ein bisschen schief gelaufen, weil das Wetter nicht so mitgespielt hat und weil meine Aufnahmen auch nicht gut genug waren und zudem, weil mein Handy leider mit dem Akku irgendwie abgekackt ist und ich konnte dann irgendwann nicht mehr aufnehmen, höchstens mit der Kamera, aber meine Kamera, die... Ja, die macht jetzt auch nicht gerade die besten Aufnahmen und man kann jetzt auch nicht immer die Kamera zücken und das Handy hat man halt immer dabei. Von daher, hier kommt jetzt ein kleines Fazit. Ich werde jetzt ein bisschen drüber reden und zwischendurch allerdings auch mal ein paar Videoaufnahmen reinspielen. Also von daher, ich hoffe, das Video gefällt euch trotzdem und viel Spaß! Ja, wo fange ich an? Am besten ein paar Tage vor dem Japan-Tag, denn da war das ganze Thema noch ein bisschen umstritten, ob ich wirklich da sein würde, weil ich A, kein Kostüm hatte, das war allerdings eher so das kleinere Übel, B, weil das Wetter halt wirklich schlecht werden sollte, war es ja im Nachhinein auch relativ, und C, muss ich wirklich zugeben, weil ich kein Geld hatte. Alle drei Probleme haben sich mehr oder weniger dann kurz vor dem Japan-Tag doch noch in Luft aufgelöst und somit war es dann fest, ich wollte mit meinem besten Freund, dem Steven, seiner Freundin Mandy und mit Andy über den Japan-Tag gehen. Und deshalb haben wir es dann so gemacht. Ich bin im Kostüm, bin ich zu dem Steven und der Mandy gefahren, habe mich dann da in deren Auto gesetzt, also mein Auto da stehen gelassen. Dann sind wir zu dritt rüber nach Düsseldorf gekurft. Und Andy ist dann sozusagen von Köln nach Düsseldorf rübergefahren. Ja, ich weiß, als Kölner darf man eigentlich ja nicht nach Düsseldorf, aber hat er sich trotzdem getraut. Und so haben wir es dann gemacht. Wir haben uns dann irgendwo da verabredet. Das Problem hierbei habe ich vorhin schon erwähnt. Mein Handy-Akku hat, als ich auf dem Japan-Tag war, nur noch eine halbe Stunde oder eine Stunde gehalten. Es war also sehr, sehr schwierig, Andy zu finden. Stevens Handy lag im Auto in der Parkgarage und somit hatten wir zur Verständigung eigentlich nur noch Mandys Handy. Mandys Handy. Mandy. Mandys Handy. Ja, so lustig war es jetzt nicht. Und somit hatten wir dann nur noch zur Verständigung Mandys Handy und Andy und Mandy. Andy und Mandy. Meine Güte, was haben die Namen so heute zu bedeuten? Und Andy und Mandy hatten lustigerweise vorher nicht so richtig die Nummern ausgetauscht. Zum Glück war ich allerdings schlau genug und habe bei WhatsApp eine Gruppe errichtet. Und somit hat man sich dann doch irgendwann nach einer Stunde ungefähr gefunden. Da wir allerdings erst sehr, sehr spät damit auf dem Japan-Tag gewesen sind und ich eigentlich auch schon den ganzen Tag nichts gegessen hatte und es den anderen auch nicht wirklich anders ging, sind wir erstmal zum Koreaner gedüst. Der war da irgendwo in der Seitengasse und weil die Stände halt ziemlich voll waren, haben wir uns dann da reingesetzt, haben uns dann was sehr, sehr Leckeres gegönnt und zwar Ente mit Reis und gebratenem Gemüse. Das war dann alles sehr, sehr pikant mit einer schwarzen Soße, würde ich sagen, gewürzt. Hat super, super lecker geschmeckt. Vielleicht blende ich euch gerade auch schon so ein Video oder ein Foto ein. Von da ging es dann direkt zur Eisstation. Also wir haben uns dann direkt erstmal so ein Eis gegönnt. Jeder zwei Kugeln, hat super, super lecker geschmeckt. War jetzt nicht ultra japanisch, sage ich jetzt mal. Aber war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Teil des Tages. Und da es dann halt schon so wirklich, wirklich spät war, sind wir dann auch schon zum Stand Nummer 60 gedüst. Denn das war der Stand von Amazing Japan. Und da waren nämlich die internationalen Stars, die es auch schon auf der Dokumi gegeben hat. Wer meinen Dokumi-Vlog gesehen hat oder auch meinen Facebook-Post verfolgt hat, der wird vermutlich wissen, weshalb ich da hingedackelt bin. Und zwar wollte ich natürlich zu Reika. Ich hatte ja auch im Voraus schon ein kleines Geschenk gemacht. Und zwar war das so ein kleines Heftchen, da konnte man durchblättern. Vorne stand dann halt auch drauf Reika in Germany. Da waren dann auch immer so Bilder drauf. Und wenn man dann da so durchgeblättert hat, dann hat man mehrere Bilder gesehen, die sie damals mal gepostet hatte, als sie nach Deutschland gekommen ist und als sie dann auf der Dokumi war, den Samstag, den Sonntag, dann als sie Sightseeing in Düsseldorf gemacht hat, Sightseeing in Köln und alles drum und dran und ganz zum Schluss natürlich noch ein Bild von ihr und mir auf der Dokumi, wo ich dann halt nochmal drunter geschrieben habe, dass ich mich sehr gefreut habe und dass sie doch bald wieder nach Deutschland zurückkommen soll.
Eventuell werde ich jetzt auch ein kleines Video einblenden, wo Reka und ich nochmal zu sehen sind. Ich habe ihr dann das Geschenk übergeben, nachdem sie dann Nudeln aufgegessen hat. Ich wollte sie beim Essen nicht stören, deshalb habe ich erstmal noch am Stand gewartet. Und als sie dann fertig war, habe ich ihr, wie gesagt, das Geschenk gegeben. Sie hat sich auch sehr, sehr gefreut. Und nachdem wir dann ein paar Selfies gemacht hatten, hat sie mich dann auch noch umarmt von sich aus, was ich sehr, sehr süß fand. Danach sind wir dann noch an ein paar Ständen vorbeigegangen. Allerdings muss ich wirklich mal wieder sagen, dass es genau wie letztes Jahr viel, viel zu voll gewesen ist. Ich glaube, Leute, die da waren, werden das auch bezeugen können, dass man kaum an die Stände rangekommen ist. Also die einzigen Stände, die irgendwie mal frei waren, waren so welche wie jetzt Japanisch online lernen oder plane deine große Japanreise jetzt und noch heute. Aber so wirklich an den Ständen mit Merchandise oder so ist man überhaupt nicht dran gekommen. Das Problematische war ja auch, dass mein Handy-Akku, wie gesagt, leer gegangen ist und dass ich so auch weder irgendwie meine Freundin Ellie noch meine andere Freundin Bebe oder sonst wen irgendwie kontaktieren konnte. Und keiner der anderen drei, mit denen ich unterwegs war, hatte deren Nummer natürlich, weil die halt auch nicht kannten. Und somit bin ich dann durch die Gegend gezogen. Die hatten mir vorher auch teilweise gesagt, wo sie sind. Zum Beispiel Ellie, falls du gerade zuguckst, sie hatte mir gesagt, dass sie an der ADAC-Bühne steht. Ich habe dann da auch mich hingestellt, habe auch das Bühnenprogramm gefilmt. Da war nämlich Panda-Helden-Cosplay, die gesungen hat. Also die liebe ich ja sowieso total. Und habe mich dann wirklich eine halbe Stunde dahingestellt, aber ich habe irgendwie Ellie nicht gefunden und generell auch sonst niemanden. Es war aber trotzdem noch ein sehr, sehr cooler Tag, weil wir halt wirklich eine coole Vierergruppe waren. Das lag dann aber, wie gesagt, nicht so unbedingt an dem Japan-Tag, sondern einfach, dass ich die Leute mochte, mit denen ich da war. Und ja, danach sind wir eigentlich auch schon fast nach Hause gedüst. Wir haben uns also nicht das Feuerwerk angeguckt, sondern sind dann noch bei Mc's vorbeigefahren. Link bei Mc's. Jetzt kommen gleich ganz viele andere Chickens und verprügeln dich dafür. Es sieht eben übrigens sehr, sehr lustig aus, wenn sich Ranma und Link irgendwelche Burger kaufen. Wir wurden dann auch sehr, sehr lustig angeguckt. Haben da aber nachher noch eine andere Cosplayerin gesehen, die sich da auch erstmal einen Burger gegönnt hat. Also, falls du jetzt zuguckst, hallo, wir waren die Doofen. Und danach ging es dann auch schon nach Hause. Ich glaube, mein großes Fazit dieses Tages ist auf jeden Fall, dass es ein sehr schöner Tag gewesen ist, dass ich viel Spaß mit meiner Gruppe gehabt habe. Es gab leckeres Essen, das war natürlich auch dabei, wie ihr gesehen habt. Aber ja, ihr habt gemerkt, ich habe irgendwie nichts vom Japan-Tag so richtig groß mitbekommen. Ob ich nächstes Jahr nochmal da bin oder nicht, das bleibt auch so eine Frage. Also wirklich gelohnt hat es sich jetzt nicht. Ich muss auch sagen, ich habe mir wieder mal das Feuerwerk nicht angeguckt, obwohl ich es mir geschworen hatte. Aber ich habe auch von vielen gehört, dass es zwar ein schönes Feuerwerk gewesen ist, aber dass danach wohl eine richtige Massenpanik ausgebrochen ist. Einfach weil alle in den Zug wollten, alle wollten nach Hause sofort. Und ich glaube, da muss man dann wirklich nach dem Feuerwerk. Er fliegt immer noch rum. Aber ich glaube, da muss man wirklich nach dem Feuerwerk erstmal noch so 1, 2 Stunden da sitzen bleiben. Und ob ich da wirklich so Bock drauf habe, weiß ich noch nicht so richtig. So, das war jetzt mein kurzes und knackiges Japan-Tag-Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es diesmal kein Con-Vlog gewesen ist. Aber wie gesagt, ihr habt wahrscheinlich auch schon an den Aufnahmen gesehen, dass es nicht allzu viele waren und dass die ich hatte, jetzt auch nicht so ultra interessant waren. Trotzdem würde mich jetzt einfach mal eure Meinung interessieren. Wie war euer Japan-Tag, falls ihr da wart? Und wie lange seid ihr zum Beispiel geblieben? Habt ihr irgendwas Besonderes erlebt? Ob ihr im Cosplay da wart oder ob sich das für euch jetzt nicht so wirklich gelohnt hat? Und ob ihr bis zum Feuerwerk geblieben seid. Ja, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, das interessiert mich wirklich rasend. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche Mittwoch wieder und happy Cosplaying! Tschu tschu!